Scanner-Persönlichkeiten sind die, die sich ganz schnell in ganz verschiedensten Themen einarbeiten können und sich einen schnellen Überblick verschaffen. Deswegen Scanner. Und ja, und einfach wirklich auch sehr viel begabt, viel interessiert sind und sich aber dadurch leider ganz oft auch verzetteln, sich nicht entscheiden können für ein Projekt und deswegen läuft vielleicht entweder gar nichts oder viele Dinge laufen parallel, aber nicht so richtig in der vollen Größe, mit der vollen PS-Zahl. Ich möchte dich dabei unterstützen, eben dich für ein Thema erstmal zu entscheiden, dich mit deiner Herzensmission ja zu verbinden, dein Herz zu spüren, deine Lebensaufgabe, deine Herzensmission zu finden und dir dabei zu helfen, wie du Fokus halten kannst, wie du Klarheit darüber bekommst, weil ja, es gehört zum Herzensbusiness noch viel mehr dazu als einfach nur ja, dein Business. Also es gehört, dein ganzes Leben gehört damit dazu. Das ist gar nicht getrennt. Also wenn du dich angesprochen fühlst und du merkst, ja, das stimmt, ich konsumiere auch viel und du denkst vielleicht, du müsstest noch eine Ausbildung machen und noch ein Seminar besuchen und noch einen Schaman und noch einen Heilpraktiker und bist du vollkommen richtig und ganz bist für deine Herzensmission, dann bist du hier richtig, weil ganz oft sind das eben Selbstsabotageprogramme und ich möchte dich dabei unterstützen, ins Tun zu kommen, dich mit deinem Herzen zu verbinden und eben ganz konkrete Ergebnisse mit deinem Herzensbusiness zu erzielen, damit du das Leben wirklich führen kannst, was du möchtest. Aber eben auch, es ist ganz wichtig, dass gerade wir Frauen und gerade wir vielbegabte Scanner-Persönlichkeiten in unsere Kraft kommen und anfangen, ins Dienen zu kommen, unsere Aufgabe zu erfüllen hier auf der Welt. Weil wir sind nicht hier zum Selbstzweck. Wir sind hier, weil wir eine Aufgabe zu erfüllen haben. Und wenn du dich dabei angesprochen fühlst, dann bist du hier genau richtig. Und du bist auch hier richtig, wenn du sagst, du hast es satt. Du möchtest nicht mehr, so wie das so viele Klientinnen von mir immer formulieren, du hast keine Lust mehr rumzueiern. Du bist jetzt ready, nicht morgen, nicht nächste Woche, nicht nächsten Monat, nicht nächstes Jahr, weil es noch so viele andere Themen gibt. Der Mann ist schuld, das Kind ist schuld, der Jobcenter, die Wohnung, das Umfeld, die Umgebung. Nein, wenn du sagst, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich möchte jetzt durchstarten und ich möchte jetzt meine Herzensmission mit der Welt teilen, weil da gibt es ein Geschenk, was nur du in dir trägst. Und das ist so wichtig, dass du es rausbringst. Und der richtige Zeitpunkt wird niemals eintreffen. Glaub mir, niemals. Punkt. Danach kommt nichts mehr. Wenn du denkst, du musst noch dieses und jenes erst machen, bis du bereit bist, glaub mir, er wird nie eintreffen. Der einzig richtige Zeitpunkt ist nur jetzt. Und genau dabei möchte ich dich unterstützen. Deswegen, wenn du dich angesprochen fühlst, dann freue ich mich so sehr, wenn du aus, ja, wirklich Eigeninitiative ganz fleißig hier in der Gruppe postest. Genau, also alle Fragen, die du hast zum Thema Herzensbusiness, wie finde ich das? Wie finde ich die Klarheit? Wie finde ich Fokus? Ja, wie kann ich wirklich Ablenkungen auch vermeiden, um jetzt durchzustarten? Dann poste, was das Zeug hält, hier in die Gruppe. Ich würde mich total freuen, dich dabei zu unterstützen. Und ja, ich hoffe, bis bald. Alles Liebe, deine Veronique. Ciao.